Es flutscht. Hörin, das unbekannte Wesen. Es geht um die Art und Weise, was wissen wir eigentlich über die Podcast-Nutzung? Also ein bisschen auch in Richtung der Frage, die ich vorhin gestellt hatte. Leg einfach los. Du hast 20 Minuten. Da ist ein kleiner Timer. Okay, es geht schon los. Ja, ich habe ganz mutig angekündigt, ich will mal was Studien vorstellen zum Thema Podcasting. Habe dann gedacht, was könnte euch interessieren? Und da dachte ich ja, was Podcast-Nutzung angeht vielleicht. Vielleicht nochmal zum letzten Mal, da hatte ich einen Vortrag über Podcast-Forschung gehalten und ja ein bisschen gejammert, Podcasting so als Netzmedium ist vielleicht das vergessene Medium und es gibt eben wenig aktuelle Studien zur Nutzung von Podcasts, das stimmt. Es gibt allerdings zum Beispiel die ARD ZDF Online-Studie, die eben seit 2006 dokumentiert, wie so ein bisschen die generelle Nutzungslage ist. Also was geht bei der Podcast-Nutzung, kann man da zumindest mal grob ablesen. Dieses Jahr sicher erfreulich für viele, kann man sagen, das sieht man ganz links hier, hat sich sozusagen die Nutzung von Audio-Podcasts mehr oder weniger verdoppelt. Ich sage dazu die seltene Nutzung, also so irgendwie mehrmals pro Monat oder seltener, weiß nicht genau, wie Sie es abfragen. Das heißt, es ist eigentlich ein schöner Erfolg, worauf es zurückzuführen ist, kann man aber letztlich nicht so richtig daraus ablesen. Ich habe hier nochmal Audios von Radiosendungen zeitversetzt mit hinzugezählt, weil das ja im Grunde das ist, was Boris gerade vorgestellt hat, denke ich doch auch das Podcast-Repertoire mitbestückt für viele Menschen. Aber man kann sagen, was Audionutzung in Metz angeht, da haben Podcasts quasi den größten Sprung gemacht von 2014 auf 2015. Mal im Vergleich, die USA, da gibt es auch eine regelmäßige Studie, Edison Research macht das, daher haben eben 17% der Befragten, da werden andere Leute befragt, aber so ungefähr ähnlich kann man das schon vergleichen, da sind es eben 17% der Population sozusagen, wie gesagt, seltene Nutzung in Deutschland, im Vergleich dazu 13%, das ist jetzt gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Dann kann man sich noch die wöchentliche Nutzung anschauen. Das ist dann wieder nicht mehr so pralle, würde ich mal sagen. Da sind es also bei Audio-Podcasts hier 5%. Also das ist dann schon wieder, was das regelmäßige Nutzung angeht, ein bisschen geringer. Und sozusagen bei der jüngsten Zielgruppe 14 bis 29 hier auf der rechten Seite eben auch ein bisschen abgesunken im Vergleich zum letzten Jahr. Auch wieder Vergleich zu den USA, da sind es dann eben 10%, die in der Befragung letzte Woche im Podcast gehört haben, also doppelt so viele wie bei uns dann entsprechend im deutschen Raum. Und tägliche Nutzung, die traurigste Ansicht im Grunde, da hat es also einen Sprung von 1% auf 2% gegeben bei den Audio-Podcasts im Vergleich zum letzten Jahr. Ihr seht schon, die jüngere Zielgruppe, die nutzen das täglich schon regelmäßiger. Also da frage ich mich halt immer, ob es für die überhaupt ansprechende Angebote gibt. Also dass man vielleicht auch nochmal stärker, wenn man sich über Themen mit Themen auseinandersetzt, vielleicht auch nochmal stärker an diese Zielgruppe denkt. Aber man muss sagen, also quasi insgesamt verdoppelt von 1 auf 2%. Und das steht im Grunde, wenn man es mal so auf die deutsche Bevölkerung umlegt, für 1,3 Millionen Menschen. Ja, Thema Abonnieren, Abonnierbutton, glaube ich. Also die Abfrage wurde dieses Jahr geändert, das muss man dazu sagen. Also die fragen jetzt nicht mehr nach Audio-Podcasts aus dem Internet, die sie abonniert haben, sondern die haben diese, die sie abonniert haben, Kategorie haben sie gestrichen und fragen jetzt sozusagen nochmal extra, haben dieses Jahr das erste Mal extra nachgefragt, haben sie denn diese Podcasts auch abonniert? Und da sieht man also 10% sagen, nee, habe ich nicht abonniert. Im Gegenzug zu 2%, die sie abonniert haben. Die Frage ist halt, wissen die Leute das vielleicht gar nicht, dass sie was abonnieren? Oder wo kriegen sie dann entsprechend eben die Podcasts her? So, ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt dabei. Ja, who are these people? Also ich habe schon angedeutet, es gibt ein paar verteilte Studien und ich versuche jetzt immer mal so ein bisschen kursorisch aus den Daten, die wir überhaupt so haben, aus den verschiedenen Sachen mal ein bisschen was rauszuziehen. Es wird sehr unübersichtlich, sehr textlastig, es tut mir leid. Vielleicht schreibe ich mal was drüber zu gegebener Zeit. Ich fange mal mit was relativ Einfachen an, Geschlechterverteilung.
Leute, die Podcasts hören. Und da sieht man oben die ersten vier Balken. Das sind eben die deutschen Studien aus verschiedenen Jahren, wie ihr seht, 2007, 2008. Und dann der Sprung zur Alexander-Studie im letzten Jahr, 2014. Wobei Alexander halt den geringsten Anteil an weiblichen Hörern abgegriffen hat. Das heißt, also in Deutschland, wenn man sich in der Mitte mal 50-50 denkt, da haben wir eher so einen geringeren Frauenanteil, der das hört. Und den unteren drei sind eben US-Studien und da liegt es doch manchmal überraschend drüber. Also im Grunde die zwei McLaren-Johnson und Chada et al., die haben eben mehr Frauen befragt, was aber natürlich auch daran liegen kann, wie haben die eigentlich ihre Befragten rekrutiert. Also ihr wisst, wie das ist mit Studien, das ist immer ein Problem, das muss man immer mitdenken. Hier auch nochmal diese Edison Research Studie, die eben jedes Jahr gemacht wird, dazu gelistet. Die haben dieses Jahr das allererste Mal quasi 50-50 Prozent, klingt doof, ne? Hälfte, Hälfte Frauen, die Podcasts hören und Männer, die Podcasts hören. Ist vielleicht auch eine ganz interessante Entwicklung. Im Grunde ältere Studien aus den USA, die es noch gibt, die zeigen dann immer so 2-1, also 2/3 Männer, 1/3 Frauen, die es hören. Altersschnitt, schwierige Sache, auch hier, wenn wir jetzt mal wieder die oberen vier, da mit Alexander, 2014 das aktuellste Datum, Schnitt von 34,1. Da sieht man so, wo die Lager so liegen. Bei den US-Studien ist es ein bisschen schwierig, das gegenüberzustellen, weil die immer keine Altersschnitte angeben. Also die geben keinen Altersdurchschnitt an, sondern immer nur so prozentuale Verteilungen in bestimmten Altersgruppen. Und da sieht man im Grunde, was ich ganz spannend finde, bei der Chada et al. Studie, dass dann erst der Großteil sozusagen über 30 bis 59 sozusagen liegt, also auch ältere Hörerschaften angesprochen werden. Und auch bei Edison Research lag so ein Schwerpunkt 18 bis 44, glaube größte Gruppe immer so 30 bis 39, was man so an Altersschnitten hat. Also im Grunde, vielleicht wenn man sich das anguckt, wächst das Medium mit, wachsen die Leute, die schon länger Podcasts hören, spiegelt sich das dann irgendwie in den Schnitten wieder. So richtig würde man sagen, vielleicht eher nicht. Es gibt noch andere sozioökonomische Aspekte. Grundsätzlich, also ich werde jetzt hier nicht auf alles mich beziehen, kann man sagen, ganz generell, egal ob man jetzt in den USA die Studien angeguckt oder in Deutschland, Podcast-Hörer haben eine hohe Bildung, ja, also immer irgendwie mit Hochschulabschluss und so weiter. Einkommen ist ein bisschen schwieriger. Also in Deutschland würde ich sagen, ist das Einkommen vielleicht ein bisschen niedriger, Durchschnittseinkommen der Hörer, als in den USA. Dann gibt es eben noch so andere Aspekte, die man abfragen kann, in irgendwie ein paar deutschen Studien gefunden, dass ca. 40% der Hörer Single sind. Ich möchte das jetzt nicht bewerten. Vielleicht hat man sich ja auch schon übers Hören kennengelernt und Ehen wurden geschlossen oder so. Die meisten sind oder viele sind halt berufstätig oder eben auch in Ausbildung, Studium und so weiter, was natürlich auch mit dem Bildungsstand referiert. Und in den US-Studien ist natürlich immer Race auch noch so ein Issue, ne? Und da zeigen eben die Daten, die vorliegen, dass eben Podcasts eher von Whites oder kaukasisch oder wie man das übersetzen möchte, gehört werden. Also mal zusammenfassend zur Soziodemografie, highly educated, ökonomisch stabil, heavily male, finde ich einen schönen Ausdruck. Und übrigens surrounded by technology on a daily basis, also das ist eben auch nochmal so ein Punkt, was so diese klassische Profil oder das klassische Profil von Podcast-Nutzern angeht. Ja, irgendwie so. Vielleicht. Der Single wird da auch vielleicht reflektiert. Also man hat so diesen Prototyp der Early Adopter und das spiegelt sich auch trotz, jetzt wenn man Studien anguckt von 2006 bis heute, irgendwie hat sich an dem Profil
erstmal nicht viel verändert. Also es geht um diese Technikaffinität, frühe Aneigung, Neugier auf Technologie, sehr informationsbedürftig und so weiter. Ich denke, da findet ihr euch ja auch an ganz vielen Stellen wieder. Irgend so eine Studie hat das mal die zielstrebigen Trendsetter, jungen, wilden und berufsorientierten genannt. Naja, das sind dann so diese klassischen Milieus. Und Edison Research sagt eben, ja, es ist schon erstaunlich, dass die Hörer eben tatsächlich auch oft aktiv in sozialen Medien sind. Es sind natürlich so Aussagen, die man vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so treffen konnte. Und eben zum Beispiel auch dazu tendieren, digitale Medien ins Auto zu nehmen. Ja, wenn wir über Podcast-Nutzung reden, heutzutage reden wir ja auch viel darum, was können heute eigentlich zum Beispiel Autos und wie kriegen wir eigentlich die Audionutzung ins Auto. Nutzerinnen, und sie ist ja nicht gleich Nutzerin, also man kann sie so ein bisschen einteilen. Es gibt Brigitte Rampf, die hatten die eigentlich umfangreichste Studie. Ich habe das Buch auch hier, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein bisschen eingesaut, leider. Es tut mir leid, mir ist irgendwas ausgelaufen. Hirnschmalz ist da drauf gelaufen. Die hatte ich so ein bisschen eingeteilt, also 2008 die Studie in Neuentdeckerinnen, die halt über die Hälfte ihrer Befragten waren, so Gelegenheitsnutzer und Podcast-Profis, also Leute, die schon fast von Anfang an dabei sind und dann eben auch besonders viel hören. Man kann das auch einteilen in Heavy User versus Light User, ja, das ist dann sozusagen auch noch nochmal eine Einteilung. Auch hier kann man sagen, das sind einfach Nutzergruppen, die man schon auch von ihren Profilen und was sie interessiert, her klar voneinander abgrenzen kann, die eben unterschiedlich verteilt sind. Also hier die obere Studie ist eine deutsche Studie, da waren eben mehr von diesen Heavy-Usern dabei 2007 und der zweite Balken ist die US-Studie von 2010, wo dann tatsächlich mehr Leute, die relativ selten oder seltener, was wir ja vorhin auch bei der ARD/ZDF-Online-Studie gesehen haben, im Podcast nutzen. Und die unterscheiden sich halt dann von den Heavy-Usern, die eben wirklich täglich sich das Zeug reinpfeifen, besonders viel abonnieren und dann eben auch entsprechend eine höhere Akzeptanz für längere Formate beispielsweise auch haben. Ich glaube, fast alle hier im Raum gehören irgendwo dazu. Ihr seid ja schon die aktiven Nutzer im Sinne von Produzenten. Und die Light-User, ja, also die abonnieren Podcasts auch seltener, was vielleicht sozusagen auch diesen Anteil, den ich vorhin gezeigt habe von Leuten, die tatsächlich keine Podcasts abonnieren, aber an die ihr euch ja irgendwo auch wenden wollt, wenn ihr an 1,3 Millionen Menschen denkt, die potenziell im Podcast hören. Nutzungskontexte. 2006 hat der Herr Wunschel diese Studie gemacht. Da war es so ein bisschen die Hälfte, nutzt eben beides, mobile Geräte und einen Rechner. Manche eben dann, also kann dann eben sagen, ein Viertel eben nur mobil, ein Viertel eben stationär. Wo? Am Schreibtisch, Weg zur Arbeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Bett. Ja, I'm guilty. Oder im Auto, also schon damals, also das war ja 2006, war das Auto auch schon irgendwie ein präferierter Ort. In den USA kann man sagen, dass eben ja fast 70% das auf mobilen Geräten nutzten 2010. Und in der diesjährigen Studie von Edison Research hat sich da eben eine ähnliche Verteilung ergeben. Ja, also Smartphone, Tablet oder irgendwas anderes, Portables. Man könnte jetzt vielleicht einfach sagen, leider gibt es keine Vergleichsdaten von heute zu dem in Deutschland, aber vielleicht ist die Verbreitung von portablen Geräten in den USA insgesamt ein bisschen höher. Gerätevergleich. Auch wieder Aussage jetzt mal aus der Edison Research Studie von diesem Jahr. Was die halt feststellen, ist, dass der Index für Apple-Produkte bei den Podcast-Usern insgesamt höher ist als bei Leuten, die quasi die generelle US-Population. Das heißt, da gibt es eine gewisse Apple-Affinität. Und jetzt kann man sich natürlich mal den Spaß machen und sich mal angucken, wie ist denn das eigentlich in Deutschland? Wo man dann sieht, dass was so Absatzmärkte angeht, dass bei Mobilgeräten tatsächlich hier 80% an Android verfällt und iOS bei 15,6% liegt. Das heißt, wir haben hier vielleicht mal eine ganz andere grundsätzliche Situation, was Nutzungsgeräte angeht, die man bei bestimmten Aspekten, Programmierung, worauf lege ich Schwerpunkte bei der Entwicklung und so weiter, berücksichtigen sollte.
Also nur mal so ganz neutral in den Raum gestellt. Badua, yes. Warum nutzt? Das ist von Statista. Das ist, ja, das ist ein Absatz an Geräte. Also, nee, das ist für 2015 zusammengerechnet. Ich schicke dir den Link, kann ich dir nochmal schicken. Ja, also Absatzanteile, ja, consumer-technisch. Warum nutzen die Leute das? Unterhaltung, Information ist, glaube ich, auch recht intuitiv. Ist von der Studie 2006. Es gibt keine aktuellen Daten dazu. Ich würde sagen, es ist vielleicht noch ganz ähnlich. Dieser Weiterbildungsaspekt ist natürlich auch spannend, wenn wir über Wissenschaftspodcast oder mobile Bildungsangebote und so weiter reden. Was schätzen die Leute daran? Ja, diese zeitliche Souveränität, Authentizität der Angebote ist auch so ein wichtiger Punkt. Also was ist noch, was bedeutet das eigentlich, kann man sich mal so ein bisschen die Frage stellen. Und Themenvielfalt sind so die drei wichtigsten Sachen. In den USA ist auch wieder Unterhaltung, also der Spaß und die Freude eigentlich am Medium. Timeshifting taucht ja jetzt eben auch auf, dass eine gewisse Nutzungssouveränität uns einfach verleiht. Und dieses Library Building finde ich ganz interessant, also die Möglichkeit, persönliche Archive anzulegen. Und ganz wichtig, weil es sozusagen eigentlich der, so statistisch, was die da ausgerechnet haben, der wichtigste Faktor bei der Vorhersage von Podcast-Nutzung war, sind diese sozialen Aspekte. Also sich mit anderen Hörern und Fans oder anderen Ultras in Rudeln zusammenschließen, diesen Austausch sozusagen über die Themen in dem Podcast, nicht nur über soziale Medien, nicht nur auf irgendwelchen Webseiten, nicht nur im Sendegate, sondern tatsächlich auch offline, im Gespräch, was wir jetzt aus der Kommunikationswissenschaft Anschlusskommunikation nennen. Beispielsweise bei Wissenschaftspodcasts gab es da auch eine Studie, wo es dann hieß, diese Themen, die in dem Podcast behandelt werden, kommen tatsächlich in die Alltagsgespräche und fließen in die Alltagsgespräche der Hörerinnen und Hörer mit ein. Und das ist ja eigentlich super, weil das will man ja eigentlich haben, wenn man Medien produziert, dass die Themen und Inhalte bei den Leuten ankommen und eben auch ja sozusagen so eine soziale Komponente bereitstellen und ein Kleber auch sein können. Ja, Themenfelder, wisst ihr ja selber, was immer sehr beliebt ist, das ist jetzt die Studie von Alex vom letzten Jahr, Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, Technologie. Er hat natürlich eine gewisse, also wie immer bei den Studien, ich habe es vorhin gesagt, immer zu gucken, wer wurde da befragt. Es sind jetzt hier 300 Hörerinnen und Hörer gewesen. Ich glaube, da geht natürlich noch mehr, ist vielleicht auch die Frage, inwieweit reflektieren die Themeninteressen auch das Angebot, das bisherige, und kann man das vielleicht auch getrost ignorieren und sagen, nee, ja, im Internet ist immer Platz für alle Themen, aber vielleicht erklärt das auch die Aufmerksamkeit für bestimmte Podcast-Genres und möglicherweise eben auch immer, das spiegelt sich auch das wieder, was die Nutzung zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Podcasts angeht, weil die natürlich Stärken auch vor allen Dingen in Politik und Gesellschaft haben. Vielleicht nochmal so ein kleiner Punkt, das liebe Geld. Ja, ich kenne diesen Film noch, jungen Stream-Nutzer. Frage, Zahlungsbereitschaft. Der Herr Wunschler hat da 2007 danach gefragt und hat eben festgestellt, dass so ungefähr 35%, glaube ich, waren, dass eher zu Ja tendieren würden oder Ja definitiv sagen, ich würde dafür bezahlen. Ein größerer Teil aber sagt, nee, geh mir weg, ich zahle auch dafür nicht. Diejenigen, die zahlen würden, haben eben gesagt, 4 € pro Monat oder 1 € pro Folge. Bei Alex letztes Jahr kam eben raus, dass doch 80% bezahlen würden oder das finanzieren würden, das Angebot. Aber eben dann so ein bisschen ihre Pro-Folge-Preis ist ein bisschen gesunken, könnte man sagen, der von 29 auf 49 Cent gesunken ist. Akzeptanz von Werbung könnte man theoretisch machen. Also die Studie von 2006 hat eben gezeigt, dass doch schon ein größerer Teil, über 70%, sagen würden, ja, wenn das irgendwie thematisch passt oder so, ist das doch kein Problem, schmeißt mich doch mit Werbung voll. Bei Alexander
Letztes Jahr wiederum haben eben nur 30% gesagt, von den Auswahlmöglichkeiten, die er bei Finanzierung hatte, dass nur 30% zugestimmt, dass Werbung für sie eine akzeptable Finanzierungsform wäre. Es haben sich aber auch die Finanzierungsformen ganz generell geändert, das muss man ja sagen. Heute haben wir mehr Crowdfunding und so. Grundsätzlich kann man also sagen, Podcast-Angebote befriedigen bestimmte Nutzungsbedürfnisse, die es vielleicht bei anderen Audioangeboten nicht gibt. Einmal diese Speicherfunktion und neue Freiheiten, was die Auswahl der Themen und so weiter angeht. Aber, großer langer Text, der Zugang zu Podcast-Angeboten wird im Grunde als sehr komplex und als potenziell überfordernd erlebt. Auswahlhilfen können eine Entlastung schaffen. Wir haben viel über das Kuratieren gesprochen. Das Abo, und das ist, wie wir gesehen haben, an der ARD-ZDF-Online-Studie ja tatsächlich ein Ding, ist vor allen Dingen für diese Heavy-User eben ein Thema. Und die anderen Nutzer schrecken eben so ein bisschen vor der technischen Hürde zurück. Dieses Zitat stammt, oh Wunder, aus einer Studie von 2009. Und ich möchte mal die Frage stellen, ob sich so viel daran geändert hat. In diesem Sinne, vielen Dank. Wenn ihr die Studien alle anklicken wollt, guckt auf meinen angehefteten Tweet, da ist eine Liste und ich sammle auch gerne, was ihr noch an Beitragen zu geben habt. Vielen Dank. Ja. Eher noch ein Kommentar als eine Frage. Also was das Problem ist, hatten wir auch die Diskussion schon die Tage, dass wahrscheinlich ganz viele nicht wissen, wenn sie irgendwie sanft und sorgfältig hören oder die Tagesschau irgendwie sich geklickt haben, als sie sich in iTunes irgendwo verirrt haben, dass sie das Medium Podcast nutzen. Mhm. Und dass du dann, wenn du guckst, irgendwie deine Oma guckt täglich Tagesschau und sagst, oh Oma, du nutzt ja Podcast und guck dich an wie ein Auto. Und also das ist, glaube ich, auch noch das Problem, dass vielen nicht bewusst ist, sicherlich. Ja, also ich finde auch immer erstaunlich, bei der ARD-ZDF-Online-Studie fällt relativ viel auch in diese andere Audiodateien-Kategorie. Also wenn man sich das nochmal im Detail anguckt, also da weiß man immer nicht so richtig, ob die Leute, und das hast du ja eben gesagt, ob denen das richtig klar ist, ist denn das, was ich jetzt höre oder konsumiere im Podcast? Und das ist eigentlich schon das Problem. Also wenn man aus Nutzersicht denkt, geht es um Inhalte, da geht es vielleicht um, wie oft erscheint sowas. Oder also da geht es eben einfach um andere Dinge und auch um eine andere Grundhaltung, als wir das vielleicht als Podcaster selber haben. Nämlich ganz klar, das muss ja abonniert werden, weil das ist ja definitiv Abo beispielsweise, ist ja ein existenzielles Merkmal von Podcast. Ja, also da gibt es, glaube ich, irgendwie auch nochmal totale Wahrnehmungsdifferenzen an manchen Punkten, aber da gebe ich dir total recht. Das war echt ein guter Punkt. Mhm. Ich komme ja auch ein bisschen von meinem Hintergrund her so aus diesem ganzen Umfragebereich und da wäre es jetzt wirklich mal sehr, sehr spannend zu sehen, wie genau die Interviewfragen waren. Das sind ja in der Regel Telefoninterviews in dem Moment und wie, da kannst du auch keine endlosen Fragen und Szenarien zusammenbauen, dann legen die Leute sofort wieder auf. Das heißt also, Arbeitsthese Stockmann, die haben wirklich nur gefragt, so wie häufig haben sie in den letzten Wochen eigentlich Podcasts gehört, aber ob die Leute jetzt, wirklich genau der Punkt, Google gesucht, Webseite gefunden, Playbutton gedrückt und Spaß gehabt, aber in keinster Art und Weise abgespeichert, dass sie gerade einen Podcast gehört haben, schon fallen die natürlich bei solchen Zahlen unten durch. Ne? Also da würde mich wirklich das Untersuchungsdesign sehr, 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 sehr interessieren. Ja, und deswegen sage ich ja, ich erinnere nochmal an die tolle Session heute Nachmittag, wir basteln uns eine Umfrage. Wenn man solche Sachen wissen möchte, selber machen. Und mich würde zum Beispiel total brennend interessieren, wie kommen Leute eigentlich überhaupt zu Podcasts? Überhaupt? Also wie kommen die da ran? Was sind so deren Einstiege, so biografisch betrachtet, aber natürlich auch, wie funktioniert dann dieses Kuratieren beispielsweise? Was könnte man da für Wege finden? Und da muss ich auch nochmal mit der ARD-ZDF-Online-Studie Redaktion-Team oder wie auch immer man sich da nennt, ein bisschen schimpfen. Ich finde es schade, dass die Daten nicht so frei zugänglich sind. Das finde ich ehrlich ein bisschen nicht so toll, weil was da in Statistik geboten wird, ist doch sehr überschaubar am Ende. Schimpf. Um die These mit dem, weiß der Benutzer überhaupt, dass er gerade einen Podcast hört, ein bisschen zu stützen vielleicht. Ich bin in letzter Zeit in Foren und Facebook-Gruppen sehr oft, wenn die Leute tatsächlich mal Statistiken zur Verfügung haben, haben die sich sehr oft darüber gewundert, dass ganz viele Leute das über einen Webplayer hören. Das war eigentlich fast immer, wenn da mal über Statistiken geredet wurde,
kam da immer diese Verwunderung auf, die ja, wenn man sich das anguckt, eigentlich gar keine Verwunderung sein sollte. Ja, das ist auch, also dieser Vortrag in all seiner Fehlerhaftigkeit und Stümperhaftigkeit zusammengestellt bis eben, ist ja auch eine Anregung, guckt euch diese Studien an. Guckt euch es einfach mal an, zieht da eure eigenen Schlüsse drauf. Die meisten sind öffentlich zugänglich, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, weil er an Sachen nicht rankommt. Ich kann euch das auch gerne zur Verfügung stellen. Genau dafür sind die da. Und auch als Anregung betrachtet, was kann ich eigentlich für Fragen stellen und mal ein bisschen Perspektivenwechsel versuchen. Ja. Inwieweit wurde untersucht, dass das Wort abonnieren negativ besetzt ist? Also viele Leute denken da an, oh, da muss ich jetzt gleich dann Geld bezahlen, ich bin in so einer Jamba-Abo-Falle oder ähnliche Sachen. Also das Wort abonnieren hat, ich kenne viele Leute, für die ist das was Negatives, die sagen, oh, ich mache das lieber, wenn ich das will. Also ich meine mich zu erinnern, dass es, also es gibt erstmal wenig qualitative Studien, ich sage das jetzt ja nicht despektierlich gegen die Quantis oder so, aber es gibt wenig sozusagen Studien, die tiefer gehen und in Interviews zum Beispiel oder Fokusgruppen oder so, das ist nicht so Thema gewesen, aber so Mitte der 2000er, ich kann die mal raussuchen, da ging es so ein bisschen auch um Grundverständnis, Begriffe, Podcast, On Demand und so weiter und gerade bei den Light-Usern war das auch irgendwie so völlig unklar, also ich glaube, die haben dann tatsächlich, das könnte schon sein, diese negative Konnotation mit abonnieren, dass die da ist, aber auch das könnte man mal zum Thema von einer Befragung machen. Also ich weiß nicht von der Studie, die das konkret angegangen hat. Aber gerade die Gelegenheitsnutzer könnte ich mir vorstellen oder Neueinsteiger, für die ist da sicher vielleicht eine Art von Irritation erstmal da. Ich glaube, wenn man das auf Serie denkt oder wenn man so ein bisschen in diese Richtung denkt, da passiert was und dann kommt was wieder oder so, dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Aber schwierig in einem Begriff zu übertragen. Ja, vielleicht der Sprachforscher hier vorne noch eine Idee dazu. Ja, aber die Sessions fangen an. Die Sessions sind lange. Danke, Nele. Schön, dass wir dich haben, finde ich immer wieder, weil ihr echt nochmal immer ein ganz anderer Blickwinkel reinkommt. Dein Applaus. Danke. Wenn auch Sie mich haben wollen, ich suche einen Job. Genau, Nele kann man kaufen quasi. Du machst heute Nachmittag einen Workshop dazu, der läuft leider parallel zu meinem, aber wir können uns da trotzdem noch mal kurz schließen.